Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays, ich bin Keule. Wir haben die Replay Challenge gesehen, Woche 24, die aktuell am Laufen ist und ihr müsst, um diese Woche zu gewinnen, mindestens 150 Videoaufrufe haben und derjenige sein oder diejenige sein mit den meisten Aufrufen insgesamt. Wie ihr dazu kommt, das wissen die meisten, denke ich mal, selber. Einfach irgendwo teilen in diversen Gruppen, in diversen Foren oder beim eigenen Clan, wenn es denn einen Clan gibt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Wer will, kann mir gerne ein Like da lassen und natürlich auch ein Abo für meinen Kanal. Ich hätte mich super darüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Replay Challenge. Und ich bleibe derweil mal für immer eure Keule. Bis bald. Ciao. So, das sind wir auch schon. Wir fahren mal wieder mit Skillbaby vom Clan KRST Gruppstallgemeinde. Servus hier direkt an die Gruppstallgemeinde im Charfu Tour 4. Das ist der Belohnungspanzer, den es jetzt für die Erfüllung der Frontline-Mission ging. Das heißt viel fahren und viel ärgern über Leute, die keine Ahnung haben. Und dann gab es dieses hübsche Gerät hier. Was haben wir drauf für eine Kanone? 105 mm. 390 Eiferschaden bei 264 Durchschlag, 4 Sekunden Nachladezeit im Clip und für den Clip selber glaube ich um die 34-35 Sekunden Nachladezeit. Das ist ja ein Panzer, den man aus der zweiten Reihe spielen muss, der gehört nicht nach vorn. Der wehrt zwar hier und da ein bisschen was ab, wie gesagt ein bisschen was. Also gegen 8er würde ich nicht sagen, dass er da viel macht, gegen 7er eventuell. Er lebt im Grunde von seiner sehr guten Alpha-Schaden und von seiner ja recht vernünftigen Genauigkeit und von seiner Beweglichkeit natürlich, also Feuerkraft und Beweglichkeit, aber unterm Strich an die Front fahren wir damit bitte nicht. Ungeeignet, ist leider so. 4 Sekunden Inclip Nachladezeit, das haben nicht so viele Panzer und da gibt es für auch einen Grund. Auf Premium Munition haben wir 330 Durchschlag, das ist in dem Fall Lead, haben wir 12 Granaten dabei und ebenfalls 390 Alpha Schaden. HE ist nicht dabei. Das wären glaube ich 53 Durchschlag. Ja, bei 480 Alpha Schaden. Okay. Wunderbar. 371 Schaden am LP432. Und angezündet. Brutzel, Brutzel. Da hat er ein nettes Barbecue gehabt mit seiner Crew. Rausgenommen ist er dann auch. Mit einem High Roll. Mit einem kleinen High Roll zumindest. 392 Schaden nochmal am LP432. Dann haben wir hier mit 1700 HP irgendwas. Ganz freches Standard B dürfte das sein. Wir laden den nächsten Clip nach. Wie gesagt, 4 Schuss mit einer Nachladezeit von 4 Sekunden ist nicht so dolle. Aber bei 390 Alpha Schaden geht natürlich ordentlich was weiter. Aber wir können es auch gegen 10er behaupten, das ist natürlich klar. Treffer am Pantera. Normalerweise hätten wir in der Zeit natürlich locker noch einen Schuss nachsetzen können. Oh, Amorek, rausgeamorekt. Allerdings sitzt man jetzt hier auf dem Präsentierteller, Kette ist gezogen. Und auch der Motor hat ein bisschen was abbekommen. 2219 Schaden rausgeteilt, oder ausgeteilt. 2 Kills aktuell geholt, die 2 Kills, die unser Team gemacht hat, die stammen von uns. Der Gegner hat derer bereits 3 Stück. Auch gerade eben schöner Amorek-Treffer. Here comes the boom. Jetzt können wir uns hier im Dickicht quasi nach vorne pirschen. Werden vom Gegner nicht behelligt. Da haben wir eine 730. Wird unser nächster Kill, gehe ich mal von aus. Bam. 350 Schaden. Kill Nummer 3, 2569 Schaden ausgeteilt. Wir rollen weiter locker nach vorn. Bisschen aufpassen, dass wir hier nicht aufgehen. Ja, ist so ungenau. Man kann nicht exakt drauf schießen. Kette. Ja, jetzt 4 Sekunden Nachladezeit ist natürlich... Ah, was soll man machen? Gehört halt dazu. 3133 Schaden ausgeteilt. Unseren Kill Nummer 4 geholt. 6-7 steht's. Stark. Richtig stark. Was machen wir jetzt? Motor konnte repariert werden. Seite wechseln sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Hoffentlich hält uns da der T54 nicht in den Rücken.
Aber wir müssen den Tiger 2 da aus der Flanke rausnehmen, ansonsten wird die Zangenbewegung zugemacht und dann sind wir das Gefecht los. Da können auch wir das hier nicht mehr rennen. So sieht es leider aus. 6 zu 8 steht es eh schon. Der Gegner hat noch 4 schwere Panzer von 6. Wir nur noch 2 von 6. Okay, wir könnten ein bisschen aufholen. Zumindest was die schweren Panzer anging. Wir haben noch 2, Gegner noch 3. Allerdings ist unser, ja, unser schweres Team sozusagen, AMX M4 49 und 110, quasi umrundet worden. KV-5 greift inzwischen auf der Zweierlinie nach unten hin an. Emil 2, keine Ahnung wo der ist, T32, T54 Light, hat inzwischen die Seite gewechselt. Ist da hinten unterstützt gegen unsere schwere Abteilung. Den Franzosen sind wir los, der 110er wird, denke ich mal, gleich folgen. Da werden wir auch nicht viel dran rütteln können, selbst wenn wir da jetzt noch uns quasi in die Bresche schmeißen und da versuchen, irgendetwas zu erreichen. Denke ich mal, dass das nicht möglich ist. Den 110er werden wir als nächstes verlieren. Spätestens wenn der T32 vorrückt mit Gun Depression. Ne, der wird gar nicht nötig sein. Der wird gar nicht nötig sein, ja. Rheinmetall-Borsig-Waffenträger holt sich den 110er. Die Gegner mit 3 schweren Panzern, wir nur noch mit 3 Mediums, einem Aufklärer. 7 zu 11, hier sind 4 Panzer hinten, das sieht eher nach Niederlage aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Und weil man das Kistchen hier sehr gut aus der zweiten Reihe spielt, stellen wir ihn auch ganz genau dahin, nämlich hinten auf die J- oder K-Linie. Da ist der KV-5, der wäre One-Shot für uns. Ne, Gun Elevation hat die Kiste nicht. Das Ladesystem ist zu groß. Wir haben weder Gun Depression noch Gun Elevation. Man sieht's. Der Wiegeturm lässt sich nur ganz schwer ganz nach oben bzw. ganz nach unten fahren. Beziehungsweise da ist nicht viel Spielraum. Ja. Wir fahren ein bisschen vom Geschehen weg. Aber wir müssen den Cap verteidigen. Das ist leider wichtiger. Progetto 46 nimmt den Jagdpanther raus. Der steht hinter den Häusern. T32. Wir müssen noch ein Stück vor, noch ein Stück. Bis hinter den Hügel hier. Ansonsten wird das nichts. Treffer am T44-100. Und dann den Killshot holt sich der Progetto 46, der extrem gute Arbeit leistet. Der macht das wirklich exzellent. Hoffentlich geht er jetzt nicht drauf. Treffer in die Kette allerdings nur. Dalama 393 ausgeteilt am T32. T32 kann unser Progetto 46 rausnehmen. Das ist immer leider, ja, ohne Möglichkeit, da noch weiter zu helfen. 4 Sekunden Nachladezeit ist einfach mal, ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Ist das größte Manko am Panzer, meiner Meinung nach. Ist leider so. Emil 2, da drüben. Schön offen ist er. Müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht vom Rheinmetall-Borsig-Waffenträger eine einfangen. Das könnte nämlich dann die letzte sein. Trefferchen 418 Schaden. Und Trefferchen Nummer Kill, 271 Schaden am Emil 2. 4648 Schaden ausgeteilt. Elk EW 90 noch übrig. Das müsste eigentlich ein Vorteil sein, wenn wir es richtig anstellen. Wir müssen uns hier leider in Sicherheit bringen. Denn der junge Kamerad da kann uns tatsächlich richtig schön wehtun. Hat er gerade eben schon mit 241. Oh, oh, was haben wir denn da? Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Schießt auf uns. Das geben wir doch gern zurück, würde ich sagen. Treffer in die Kette. Das hat wahrscheinlich jetzt auch dem Elk EW 90 das Leben gerettet. Und den Kill holen wir uns ebenfalls. Und vorher noch angezündet. Brutzel, Brutzel. Mann, geil. Sehr geil. Bleibt übrig ein T-54 Light. Wo ist denn der? Da ist er. Und da war er auch schon. Kill Nummer 7. 5227 Schaden. Ausgeteilt. 922. Aufgeklärt. Brutal starke Runde im Char-Futor von Skillbaby Clan Kruppstahl. Wir gucken uns mal an, was die Ausführung dazu sagt. Eine Top Gun, ein Tanksniper, ein High Kaliber, 3 von den anderen für 3 Medaillen. Das Ganze ist nur ein 1er geworden, unerwartet aber gut. 1346 Basics reichen nur aus für ein 1er.
Ihr habt vielleicht die anderen Runden gesehen, bei mir auf dem Kanal waren. Das waren natürlich alles Überrunden, darf man nicht vergessen. Aber da muss man ordentlich was leisten, wenn man da ein M haben will. 94.000 haben wir am Ende netto. Da sind einiges an Auszahlungen gelaufen. Wir haben 5.000, über 300 Meter 2.300 Schaden gemacht. Insgesamt 5.227. 17 Schüsse abgefeuert, 16 getroffen, 15 erschlagen. Ebenfalls exzellent. Über 3 Kilometer gefahren, ist okay. Und das Ganze hat 8 Minuten gedauert. Starke Runde. Unerwartet, aber gut. Trifft es da ziemlich genau den Nagel auf den Kopf. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und tschüssi, Kurski.